Herzlich willkommen zur vierten Etappe meiner Norwegen-Sommerreise, die Krönung von Europa, meine Reise ganz oben durch den Norden Norwegens. Und in dieser Etappe geht es nach Senja. Senja ist eine Insel oberhalb der Lofoten und der Weg dorthin führt über die E6, denn ich war ja zuletzt im Stabbursdalen-Nationalpark und der liegt auf dem Weg zum Nordkap, kurz vorm Nordkap. Und jetzt geht es also über die E6 weiter runter, so ein Stück weit Richtung Süden. Und hier oben, der nördlichste Abschnitt der E6, führt durch wirklich grandiose Landschaft, durch die sehr zerklüftete Nordküste, riesige Fjorde, riesige Berge, sehr imposant. Und genau das werdet ihr sehen im ersten Teil dieses Videos, der Weg nach Senja. Auf Senja selber habe ich 3 Tage verbracht bei absolut genialstem Wetter. Das war wirklich absolut grandios, werdet ihr gleich sehen und in den nächsten Videos sehen, denn ich habe in diesen 3 Tagen auch 3 Abenteuer erlebt und die habe ich nochmal in extra Videos verpackt, werde ich in extra Videos verpacken, denn jedes dieser Touren, die ich da gemacht habe, jedes dieser wundervollen Entdeckungen, ist auf jeden Fall ein eigenes Video wert, denn Senja ist wirklich für mich eines der absoluten Highlights, was ich bisher in Norwegen erlebt habe. Es ist echt wunderschön. Lasst euch überraschen, es waren auch sehr verschiedene Erlebnisse, die ich da gemacht habe, von absoluter Schönheit bis zu echt gruseligen Erfahrungen. All das werdet ihr in den nächsten Videos sehen und jetzt hier in der Übersicht. Ich nehme euch nämlich jetzt natürlich schon mit nach Senja und zeige euch schon mal die ganze Insel und gebe euch da einen Eindruck von dem, was ich da erlebt habe. Los geht's! You say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see so, und für alle, die jetzt das Nordkap im Video erwarten, leider muss ich euch enttäuschen. Ich habe das Nordkap nicht besucht. Ich habe es mir überlegt an dem Abzweig, aber es wären 3 bis 4 Stunden zusätzlich Zeit gewesen. Und irgendwie zieht mich das Nordkap nicht so. Da fahren einfach zu viele hin. Und natürlich ist es sicherlich auch landschaftlich toll da oben. Aber allein die Route, die ich jetzt hier fahre, die E6 entlang der Küste hier, ist so imposant. Und mir war es einfach wichtiger, hier Zeit zu haben für die schöne Natur, für meine Plätze, so wie ich sie mir vom Gefühl her suche, wie sie mir quasi das Leben serviert. Und ja, irgendwie muss man sich auch immer noch was übrig lassen, damit man nochmal wiederkommen kann.
Und nach dieser grandiosen, schönen, wundervollsten Route über die E6 durch die nördlichsten Fjorde und Landschaften Norwegens habe ich hier einen schönen Platz gefunden zum Übernachten. Skrolsvik Fort, das ist eine alte Bunkeranlage der deutschen Wehrmacht. Man findet sehr viel solcher Anlagen in Norwegen, vor allen Dingen auch hier oben im Norden an den Küsten. Das ist echt krass. Also das habe ich auch erst nach und nach alles so entdeckt. Teilweise sind die auch echt riesig. Und also dieser Ort hier ist wundervollst. Erstmal von den Ausblicken her, von der Lage her. Man kann hier wirklich rundum fast 360 Grad irgendwie in absolut schöne Landschaft schauen. Und gleichzeitig hat man hier diese alten Bunkeranlagen, die teilweise auch echt noch mit krassen Details hier sichtbar sind und wo man auch noch reingehen kann. War eine sehr krasse Erfahrung, auch irgendwie hier zu sein. Ich war auch 2 Tage an diesem Ort, weil ich irgendwie sehr kaputt war und mich irgendwie mal ausruhen musste. Und am ersten Tag war ich hier sehr in Ruhe, in Stille. Da war nur noch ein anderer Camper und ansonsten war niemand da. Es war wirklich absolut traumhaft, weil hier auch sehr viele Vögel sind, sehr viel Natur. Und dann am nächsten Tag kamen aber wahnsinnig viele Übernachtungscamper. Das befindet sich halt hier auf der Nordkap-Route und hier fahren natürlich sehr viele Leute hoch. Und ich will das jetzt nochmal nutzen, auch so als Hinweis für das Thema Wildcampen, Freistehen in Norwegen. Viele Leute wissen das gar nicht, gerade so Leute, die neu unterwegs sind oder zum ersten Mal hier hochfahren. Man hört dann immer so, ja, es gibt ja hier in Skandinavien das Jedermannsrecht. Man darf ja einfach irgendwo übernachten im Camper, darf man sich einfach irgendwo hinstellen. Wildcampen ist hier überhaupt kein Problem. Und es stimmt so überhaupt nicht, das muss man ganz klar wissen, denn das Jedermannsrecht bezieht sich nur auf Zelten. Das heißt, ich kann mit dem Auto irgendwo parken und dann mein Zelt aufschlagen in der Natur mit den entsprechenden Regeln des Jedermannsrechts, also irgendwie 150 Meter vom Haus entfernt und so weiter. Ich verlinke euch das mal unten auch in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch das auch mal genau anschauen, wie da die Regeln sind. Es gibt also dieses Jedermannsrecht, was viel großzügiger ist, als es in unserem Land oder in den meisten europäischen Ländern gilt. Also das Übernachten hier in der Natur ist natürlich in Skandinavien frei und für jedermann möglich, aber nicht im Wohnmobil, ja, nicht im Auto. Das ist nicht geregelt da drin und das gilt nicht als Zelten oder als Campen in der Natur, sondern da gelten eigentlich die gleichen Regeln, wie die auch bei uns gelten oder in allermeisten Ländern in Europa, nämlich man kann natürlich mal zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, so sagt man es ja immer oder so steht es auch im Gesetz, glaube ich, in Deutschland, kann man mal übernachten auf einem Platz, irgendwo auf einem Parkplatz, wo man sowieso auch parken darf. Ja, also man darf auch nicht einfach irgendwo in die Natur reinfahren. Das ist auch generell mit dem Auto auf unbefestigten Wege und unbefestigten Boden zum Beispiel gar nicht erlaubt. Aber man kann auf Parkplätzen übernachten, wenn es nicht irgendwie ausdrücklich verboten ist mit Schildern. Und so gilt es eigentlich auch in Norwegen, Schweden, in Finnland. Ja. Natürlich ist es jetzt hier oben in den skandinavischen Ländern, vor allen Dingen je weiter man nördlich kommt, noch toleranter, sage ich mal, da wird es eher geduldet und auch viele machen es auch Einheimische, dass die irgendwo mal 1-2 Tage irgendwo auf einem Platz hier übernachten. Generell ist aber immer wichtig, dass man sich hier wirklich sehr unauffällig verhält und kein komplettes Camping-Equipment irgendwie auspackt oder so. Manche machen das, ich beobachte das auch immer wieder, ich mache es nicht. Für mich ist dieser Wert, diese Freiheit sehr wichtig und die schütze ich auch und da verhalte ich mich unauffällig, denn je mehr Leute sich da irgendwie Raum nehmen und je mehr das irgendwie an verschiedenen einzelnen speziellen Orten speziell auch dann sich knubbelt und so weiter, desto schneller wird es irgendwie reguliert und wird es verboten. Ja? Im Süden von Skandinavien, in Südschweden und auch in Südnorwegen, da hat sich das in den letzten Jahren schon ganz drastisch verändert. Es gibt ganz viele Verbotsschilder mittlerweile für Wohnmobile oder Nachtparkverbot oder halt Campingverboten auf solchen Plätzen. Das habe ich selber schon erlebt auf meiner ersten Norwegenreise. 2016 war es noch ganz anders und das ist einfach der Grund, weil einfach zu viele Leute sich da, sage ich mal, in einer unachtsamen Weise auf den Raum nehmen. Ja, das ist also ganz wichtig nochmal als Information. Hier oben im Norden ist es noch, wie gesagt, ganz gut möglich, aber man muss sich auch entsprechend verhalten. Und hier auf diesem Platz, der steht auch bei Park4Night drin, die berühmte App. Da kann ich auch immer nur wieder sagen, wenn ihr irgendwie wirklich seht, dass da so viele Leute kommentieren an bestimmten Plätzen in Park4Night, also dass das wirklich sehr stark besucht ist, dieser Platz, dann meidet lieber solche Plätze. Ich mache das auch. In dem Fall jetzt hier war es eigentlich gar nicht so, aber trotzdem kamen am nächsten Tag sehr viele Camper, die übernachtet haben und es gab da einen regelrechten Stress und Streit teilweise um Plätze und Leute haben mich wirklich komplett zugestellt. 2 Leute haben sich dann auch um mich rumgestellt. Also auf jeden Fall ein sensibles Thema und jeder, der hier sich bewegt in dieser schönen Natur, ist natürlich mitverantwortlich, dass es auch so weiterhin möglich sein wird. Musik
Senja kann man über eine Brücke erreichen. Es ist also eine Insel, die man ohne Fähre erreichen kann. Und mein erstes Ziel ist der Anderdalen Nationalpark hier unten. Und ja, also nachdem ich hier angekommen bin, wurde ich auch direkt mal zwangsentschleunigt. Das erlebt man natürlich oft hier in Norwegen, dass Schafe oder andere Tiere irgendwie auf der Straße leben. Die Weiden sind hier nicht abgegrenzt gegenüber der Straße. Man fährt öfter über solche Gitter, die in der Straße integriert sind. Und das verhindert dann, dass die Schafe quasi ihr Gebiet verlassen. Ansonsten laufen sie relativ großzügig frei rum, was ich auch wirklich sehr schön finde hier. Die haben wirklich ein sehr natürliches Leben dadurch. Ich besuche den Anderdalen Nationalpark an dem neuen Eingang. Der wird gerade neu erstellt, beziehungsweise ist fast schon fertiggestellt worden zum Zeitpunkt meines Besuches. Der Eingang an der Vardnet Startpunkt. Und hier gibt es einen neuen größeren Parkplatz, an dem man allerdings nicht übernachten darf. Aber genau gegenüber ist ein Campingplatz und Stellplatz für Wohnmobile Norwegienwald. Sehr schöner Platz. Hier habe ich 2 Nächte verbracht. Und von hier aus kann man direkt loswandern zum Anderdalen, der See im Anderdalen Nationalpark. Und genau diese Wanderung habe ich gemacht. Die werde ich euch nochmal sehr ausführlich im nächsten Video zeigen. Jetzt nehme ich euch schon mal mit auf ein paar Eindrücke in diesen märchenhaften Nationalpark. Wow, was für ein schöner Start auf der Insel Senja, Anderdalen Nationalpark. Wirklich ein Traum und man bekommt hier einen schönen Eindruck, wie herrlich die Natur ist auf Senja. Der nächste Tag hat mich dann zum westlichen Zipfel hier unten gebracht, Skrolsvik Fort. Und das war ein Tipp von Michael, ein Kumpel von mir. Michael, vielen lieben Dank nochmal für den Tipp. Und hier soll es alte Bunkeranlagen geben. Das war eigentlich das Einzige, was ich wusste. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und es war zunächst ein sehr schöner Tag, eine sehr schöne Fahrt hierher. Und dann habe ich hier echt gruselige Sachen entdeckt. Und es sind gruselige Sachen passiert. Das war wirklich ein sehr krasses Erlebnis. Das werdet ihr dann auch im übernächsten Video ausführlich sehen. Da könnt ihr dieses ganze Abenteuer mit mir durchstehen, was ich hier durchgestanden habe. Es ist wirklich ein krasser Ort und hier kommt wieder Grusel und Schönheit so krass zusammen. Man kann es wirklich kaum mit Worten beschreiben.
Weiter geht's und diesmal durchquere ich die Insel komplett zur anderen Seite. Ich habe mir hier oben einen kostenlosen Wohnmobilstellplatz rausgesucht am Trollmuseum. Und ja, jetzt genieße ich einfach die ganze Schönheit dieser unfassbar schönen Insel. Und auch hier gerade mitten durchzufahren, ist einfach ein absoluter Genuss. Das Trollmuseum ist leider ein Lost Place aktuell, denn hier stand mal der weltgrößte Troll, ein 17 Meter hoher Troll, den der Erbauer hier in jahrelanger Arbeit selber gebaut hatte. Und leider ist er 2019, glaube ich, abgebrannt. Und seitdem ist dieses Museum jetzt hier, wo auch ein Café zugehört, nicht mehr in Betrieb, wird nicht mehr bewirtschaftet und sucht wohl einen Nachfolger. Immerhin kann man hier aber noch rumlaufen und auch umsonst noch den Wohnmobilstellplatz besuchen. Am nächsten Tag breche ich auf und fahre die norwegische Landschaftsroute, denn es gibt hier auf Senja auch eine der ausgezeichneten norwegischen Landschaftsrouten. Und die führt mich hier oben bis nach Melfjord, eigentlich geht die Straße sogar noch weiter bis Husøy, Bottenham. Aber diese letzten beiden Orte kann man von hier aus nicht mehr erreichen. Im Moment aktuell, während ich hier war, weil der Tunnel dazwischen gesperrt war. Aber ich bin im Melfjord gelandet und das war auch gut so, denn das war ein so fantastischer Ort. Ich mache hier eine Wanderung zum Knuten und das wird auch nochmal ein weiteres Video werden. Aber jetzt nehme ich euch erstmal mit auf diese unglaublich schöne Landschaftsroute hier, die zu den schönsten Stränden hier auf Senja führt und durch die höchsten Berge einfach unglaublich imposant. Thank you.
on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Es ist 1.46 Uhr. Ich gehe jetzt ins Bett. Es ist wirklich wahr. Boah, das ist echt so ein Magic Place hier. Was für ein Tag. Heute war echt ein absolut grandioser Tag. Unglaublich. Schaut auf jeden Fall das Video. Ich glaube, 3 Videos. Das dritte Video, das drittnächste wird es sein. Boah. Krass, was habe ich denn nicht erlebt? So schön. So unfassbar schön die Landschaft hier. Und der Tag war so geil, weil das Wetter war die ganze Zeit Bombe. Es war die ganze Zeit super sonnig. Und jetzt war ich eben noch mal draußen. Bin im Sonnenuntergang, also im Nicht-Sonnenuntergang, bestimmt 3 Stunden irgendwie rumgekraxelt. Boah, es war so eine Mördertour. Ich habe mich schon wieder völlig verkalkuliert. Aber es war super geil. Richtig genial. Ja, das seht ihr, wie gesagt, dann im Video von diesem Ort. Im Video vom Mefjord. Und damit wird Senja zu Ende gehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu klicken, wenn euch das Video gefallen hat. Sehr gerne den Kanal abonnieren, dann könnt ihr euch ja benachrichtigen lassen für das nächste Abenteuervideo hier aus Senja. Und ansonsten schaut mal auf meiner Webseite. Ich habe, wie gesagt, da ja auch super viel Blogartikel mittlerweile verfasst und diese Tour dokumentiere ich hier da auch. Verschiedene Wanderungen, alles Mögliche. Sehr viel Inspiration. So, jetzt werfen wir noch einen Blick nach draußen und dann gute Nacht.